So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Tag Team Racing. Jetzt wieder alleine unterwegs. Ja, endlich. Vielleicht viel besser. Ich habe den Sprung hier hoch geschafft. Achso, warte mal. Nee, das war sowieso der, den ich auch so geschafft habe. Okay. Ja, wir haben ja die Oberwelt das letzte Mal eigentlich ganz gut erkundet. Haben soweit alles erledigt hier, außer die Chicken Challenge. Aber die machen wir jetzt nicht. Stattdessen fahren wir jetzt das erste Rennen. Let's fucking go. Eieiei, ich habe ein bisschen Angst. Todestreck. Ich könnte sogar alle Strecken schon fahren. Toll. Ergibt Sinn. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht mehr. Oh, scheiße. Warte mal. Haben wir die Abkürzung haben wir ja geöffnet. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Strecke das war, um ehrlich zu sein. Aber da kriegen wir schon raus. okay, wen fahren wir? Gibt es irgendeinen, dessen Fahrzeug wir immer noch nicht gesehen haben? Ich glaube, dieses lange Ding hier haben wir auch noch nicht. Komm, nehmen wir mal. Lange Katze. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Alles hier in einem Wisch zu erledigen. Mal gucken, wie der Drauf- und Weg-Modus diesmal wird, nicht wahr? Letztes Mal mit Coco war es ja eine halbe Katastrophe. Aber es kann eigentlich nur schlimmer werden. Ja. Wird schon. Dum 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 dum. Möge das Leiden beginnen. Die Mucke. Wie sie einfach in dem Auto steht. Ha, Coco, Alter. Brüller. Ein Tapetenwechsel. Wow, 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 ganz ruhig. Soll ich nach hinten ballern? Ich wollte nach hinten ballern. Fake. Oh, ich glaube, da war eine Abkürzung. Vielleicht die Abkürzung. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Mann, vielleicht schon. Für einen guten Swag. Oh, warte. Ich werde gleich dotzen, keine Sorge. Wer hat das Zeug rumliegen lassen? Du hast Glück, dass du auf jemand wie mich gedotzt bist. Gedotzt. Ich muss jetzt wirklich weg. Eieiei. Die Schrot von Nina ist aber geupdatet worden. Komm. Wir fahren lieber, weil wir die Abkürzung nehmen. Sofern ich sie nicht verkacke. Weil ich weiß nicht mehr genau, wo die jetzt war. Hier, ne? Ah, das ist eine allgemeine Abkürzung, glaube ich. Okay. Aber macht ja nichts. Haben wir die auch mal gesehen. Ich mag die Musik. Das war ein Drift. Wow. Ich hab schon wieder den nächsten Drift, Alter. Turbo, meine ich natürlich. Schön. Schön war das. Was zum? Ist da gerade ein Klavier hinter mir runtergefallen? Glaube ich schon. Gruselig. Turbofresser, ich lache über deine Armseligkeit. Turbofresse. Sorry. Pferdefresse? Meine Konzentration konzentriert sich nicht. Das ist schlecht. Bam, bam, bam. Jetzt nicht so viel Geld, aber ist nicht so schlimm. Weil ich glaube, geldtechnisch haben wir eh keine Probleme mehr. Ach schön, ach schön, ach schön. Okay, weiter geht's. Beste Runde. Uiuiui. Ui, ui. Aber sollte eigentlich auch kein Problem sein. Wir haben ja alle Möglichkeiten der höheren Level bereits freigeschaltet. Schnelle Autos. Schnelle Geschwindigkeit. Geile Weiber. Alles dabei. 48 Sekunden. Sekunden. Kurzer Schluck. Wie sieht's mit Crunch aus? Haben wir sein? Ich glaube, das haben wir schon mal gefahren, ne?
scheiße aus. Hat mit den... Ach, ich fahre den gleich, also sowieso nochmal. Ich glaube, wir haben mittlerweile echt alle Fahrzeuge irgendwie gesehen. Was war das Standardauto von ihm? Voll langweilig. Wie wär's denn hier mit dem Wario-Auto? Sieht ein bisschen aus wie das Wario-Auto, die Wario-Kutsche. Hieß sie so? Weiß ich gar nicht mehr. Aus Mario Kart Double Dash / Wario Land 4. Da sieht man das nämlich im Intro. Ja, ja. Ach, Wario Land 4. Ey, wie sind die Zahnräder gerade schief? Seht ihr das? Also letztes Mal gingen die besser ineinander. Was auch immer. Let's go! Oh. Angriff! Angriff. Nicht ganz, Cortex. Wir fahren nur eine Runde, aber ist okay. Hm. Aber schon mal kein guter Start auf jeden Fall. Scheiße. Mann, was tue ich denn? Abkürzung. Abkürzungen existieren. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Reinfall gerade. Noch 10 Sekunden. Oh oh. Komm schon! Ja. Stehen die ja nicht alle in den Autos? Ich glaube schon. Gaspedal gibt's wohl nicht. Er schwebt sogar einfach. Berührt das Lenkrad gar nicht. Ach, Crash Tag Team Racing. Du bist mir so ein Videospiel. Ich weiß ja auch nicht so ganz. Gut, ja, das kann ich eigentlich nicht viel sagen. Weiter. Crashinator 55. Ja, machen wir mal lieber wieder auf langsam. Alter, Mr. Crunch. Mr. T, ich erinnere mich. Nehmen wir doch mal den Crunch. Warum nicht? Den crunchigen Jungen. In dem. Crunchy Boy. Wäre schön, wenn wir das Rennen schaffen würden heute noch in der Folge. Weil ich werde jetzt auch nur eine Folge aufnehmen gerade. Interessiert zwar keinen, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. 55 brauche ich von 60. Eieiei. Weil ich, uiuiui, okay, jetzt geht schon los, dass zwei nebeneinander sind. Weil ich ja noch von der Templaraufnahme ein bisschen Puffer habe und quasi, wenn ich jetzt eine Folge gerade aufnehme, bin ich wieder genau in meinem Aufnahmerhythmus drin. Was eigentlich wenig bringt, wenn man mal drüber nachdenkt, weil ich jetzt muss ja sowieso bald... Scheiße, direkt zwei verpasst. Ich hab einen Bleifuß. Weil ich ja nur noch, eigentlich, weil ich ja demnächst wieder in den Heimaturlaub gehe und dann gar nicht, dann wieder vorproduzieren muss, ich gar nicht reden, Hilfe. I'm sorry. Das macht mir ein bisschen Angst, Herr Modo. Wir haben nur 25 Sekunden. Ne, ne, ne. Okay, wenn ich jetzt welche verpasse, werde ich einfach durchfahren. Also denn, sind irgendwie 5 Stück. Oh oh. Okay, geschafft. Schalalalala. Mr. T Crunch freut sich. Naja, so halb. Warum stehen die alle in den Autos? Das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Wo er näher sitzt. Das ganze Spiel ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das fasst es für mich gut zusammen. Das Spiel, ich will nicht sagen, das Spiel ist schlecht. Es ist merkwürdig. Ich finde Crash Tag Racing wirklich merkwürdig. Ich meine, ich wusste zwar auch schon vorher so mehr oder weniger, was mich erwartet. Ne? Ich habe damals zu Let's Play so nebenbei laufen lassen. Ich will nicht sagen, geguckt. Aber es fällt mir jetzt wirklich deutlich nochmal auf. So dieses wirklich, was ich halt schon gesagt habe, diese Identitätsproblematik. So... Was will dieses Spiel sein? Will es Rennspiel sein? Will es Jump'n'Run sein? Will es Minispielsammlung sein? Alles ein bisschen und nichts halt so wirklich. Naja. Gut, warte mal, das ist wieder Leute abknallen. Das heißt, warte mal, wie viel brauche ich? 20. Gibt es ja nur eine Möglichkeit eigentlich, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Zum Glück kann man den Modus immer recht schnell
Abfrühstücken. La 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 la. Die Ladezeiten sind doch viel zu lang. Na, geht eigentlich. Immerhin, ne, direkter Neustart und so. Wenn man da nicht noch irgendwie eine lange Ladezeit erwarten muss, wenn ich Neustart drücke. Das ist nett. Das ist freundlich. Das ist sehr zuvorkommend. Los, von Klütsch. Wir schaffen das. Mann, geh weg. Das ist ein Schick. Aber es ist eigentlich immer gut, wenn wir mal stehen bleiben. Mehr Zeit. Tut das weh? Erzähl Engine von dem Schmerz. Ich hab schon die Hälfte. Oh, Arme. Basically. Du bringst Engine zum Lachen. Genießt ein kreischendes Verderben. Das ist so lächerlich mit Engine, ne? Geschafft. Sind wir nicht in Kalifornien? Crash spielt in der echten Welt. Hm. Schade, dass es keine Bonus-Punkte für Kills gibt eigentlich. Also Geld. Ist nur im Hauptrennen. Was für eine Tragödie! Oh, war ja schon die Runde. Halt die Schnauze, Nina. Hier ganz viel Geld. Ja, ich denke mal, wir müssen nur noch in der letzten Welt dann, in der fünften Welt, noch die letzten paar Kostüme und Kristalle kaufen, ne? Mehr Geld müssen wir wahrscheinlich nicht mehr ausgeben. Befürchte ich. Die Oberweltmission haben wir alle geschafft, alle bezahlt. So, super. Ach ja, langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende des Spiels. Aber, ne, es kommt nur eine ganze Welt. So, drauf und away. 35. Da bin ich mal gespannt, welchen Charakter wir jetzt haben. Ich meine, wir haben schon Level 3 Waffen, das sollte uns eigentlich gut helfen. Aber, ne. Ich weiß ja nicht. La 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 la. Dieser Penter da immer hinter dem Reifenhaufen. Zeppeline 35. Wen habe ich? Crash! Oh Gott, nein. Ich hasse Crash. Alter. Na, wobei, es ist so ein bisschen eigentlich wie Nina, wenn man ganz ehrlich drüber nachdenkt. Okay, es ist eigentlich ganz nett. Alter, was war das denn? Was war das denn? Die machen so einen kleinen Bogen, die Dinger, kann das sein? Darf nur 6 Stück übersehen. Hm. Okay. Ist tatsächlich auch ein bisschen nervig, aber ich finde es gerade, glaube ich, weniger stressig als Coco. Alter, Double Kill. Double zu dem Kill. Oh, ich hab Gold. Oh, aber Punktlandung. Hui. Cool, wir haben gerade mal 13 Minuten. Lalalala. So, was machen wir jetzt? Chicken Challenge. Minispiel. Ich könnte das Minispiel sich mal angucken. Ich glaube, das mache ich mal. Wäre jetzt wahrscheinlich eh die nächste Abendshandlung, sich das Minispiel angucken, dann das zweite Rennen, dann Chicken Challenge und dann das dritte Rennen. Ich will ja mal ein bisschen Abwechslung bringen, ne? So ein bisschen. Schon irgendwie systematisch vorgehen, so ein bisschen zumindest. Aber jetzt nicht immer alle Rennen dann irgendwie aneinander stacken. Also ich mache es ja schon mal mit den einzelnen Modi, aber das ist halt einfach auch ein bisschen schnell klug gedacht, weil jetzt nach jedem Modus erstmal wieder rausgehen und kann was anderes machen, ist auch stressig. Zumal es ja auch nicht so viele Aufgaben gibt. Kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Das Minispiel war ja da ganz hinten. Aber da komme ich jetzt halbwegs schnell hin. Bin gespannt, was es ist. Also es wird ein Baller-Minispiel sein.
Die Chicken Challenge wird so furchtbar. Oh. Ich drück die Knöpfe trotzdem mal. La 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 la. Direkt über mir das Minispiel. Wow, das war knapp. Dum da dum. La 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 la. Warte mal, wo war denn jetzt? Da war der Weg nach oben. So, Bruder, was ist dein Minispiel, wenn ich mal fragen darf? 12.000 Punkte würde ich auf jeden Fall. Ich habe nicht geguckt, wie es heißt. Ich muss sowieso ballern, also was sonst? Ah! Verdiene Punkte und beschütze die Mumien, indem du die herunterfallenden Gewichte abschießt. Das Spiel ist zu Ende, wenn weniger als 2 Mumien übrig sind. Es ist quasi das eine Spiel wieder und das war ja super einfach. Also von daher habe ich Hoffnung. Aber vielleicht ist es diesmal ein bisschen härter. Man weiß es nicht. Ja, doch, die fliegen, glaube ich, ein bisschen schneller, die Gewichte. Cool. 80 Bonuspunkte. Aber die Minispiele sind auf jeden Fall auch so ein bisschen das, was mir so da am meisten, glaube ich, Sorgen bereitet immer. Oder halt, na wohl, nee, die Chicken Challenge eigentlich. Aber danach auf jeden Fall. Weil, naja. Die sind immer so ein bisschen random. Gerade das erste Minispiel war, glaube ich, echt das Schwierigste. Sehr interessant eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Teilen die sich jetzt auf die Säcke oder sah das eben nur so aus? Ich habe keinen durchgehen lassen. Ich war jetzt ziemlich weit links unterwegs. Also ich politisch immer sehr links unterwegs bin. Die haben sich tatsächlich aufgeteilt. Die Schweine. Okay, fehlen nicht mehr viel. Ich habe schon wieder fast geschafft. Also das Minispiel ist halt echt einfach. Ich muss wahrscheinlich dann wirklich nur noch einmal ein Baller-Minispiel machen. Das Bowling kriege ich auch schon irgendwie hin. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich hab Gold. GG. An der Stelle. Oh nein, ich hab daneben geballert. Ach komm, lassen wir sie sterben. Verreckt. Eines grausamen Todes. Bäh. Wirklich grausam, ey. Die Füße sind noch da. Brutal, sage ich. Geil, einer ist respawned. Aus den Füßen wieder erwachsen, sozusagen. Stirb. Erst noch TNT hin. RIP. Cool. Geil. Schön, dass es jetzt auch nochmal eben schnell vonstatten ging hier. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Ja, dann, war's das eigentlich für heute. Lohnt sich jetzt nicht nur was anzufangen. Ich gehe speichern, wir gucken uns mal wieder die Statistik an. Ich meine, das haben wir zwar, glaube ich, erst in der letzten Folge gemacht, quasi. Aber das ist für mich ein paar Tage her und ich habe vergessen, wie viel Prozent wir haben. Deswegen gucke ich jetzt einfach nochmal nach. Scheiß doch drauf. Kann man doch hier in der Folge mal kurz machen. Wie gesagt, das lohnt sich jetzt nicht noch irgendwann anzufangen. Nächstes Mal dann auf jeden Fall Rennen 2. Geil. Und dann Chicken Challenge. Aber das lief in der letzten Welt gut, die Chicken Challenge. Von daher hoffe ich, dass es diesmal auch der Fall ist. Dem, 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 dem. 79%, Leute. So. Ach ja, und ich darf natürlich das Streckengeheimnis nicht vergessen, ne? Auf den anderen Strecken, dass ich da auf jeden Fall mal gucke. Ja, noch 6 Dioramas. Die werden wahrscheinlich alle in der letzten Welt sein. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Mission, ja, noch 8 Stück, also noch 8 Leute in der letzten Welt, Fragezeichen, denen ich Sachen abkaufen muss. Könnte hinkommen eigentlich, ne, in der letzten Welt, jetzt nicht viel, waren auch echt viele Leute, denen ich was abgekauft habe. 3 Strecken noch zum Freischalten, theoretisch noch 5 Strecken, die ich absolvieren muss. Eigentlich noch eine Arena, das ist Fake, ne. 2 Minispiele, eins der letzten Welt und einmal noch Bowling. 41 Kristalle noch. Wir haben zwar erst so ungefähr 2 Drittel, aber naja, das wird sich schon ordentlich stacken mit den Rennen, denke ich. Alle Fahrzeuge. 5 Kostüme noch. Ja, guck mal, allein 5 Kostüme sind ja quasi in den Missionen mit enthalten, quasi.
Das ist allein durch die Mission habe ich dann 71 Missionen und dann 3 Kristalle kann ich wahrscheinlich noch kaufen in der letzten Welt. Ja, und noch die beiden letzten Chicken Challenges. Schön. Ich bin eigentlich froh. Ich habe wirklich gedacht, das Spiel dauert länger und ich habe wirklich mehr Probleme damit. Gerade die Chicken Challenges haben mir wirklich Angst gemacht im Vornherein. Aber bisher liefen sie eigentlich echt okay. Die letzten zwei kriegen wir auch hin. Ich hab Respekt vor den jetzigen, die jetzt kommen. Vor allem vor der Welt jetzt, weil... Ihr habt gesehen, wie komplex die Welt aufgebaut ist. Ich muss da wahrscheinlich auch erstmal, wenn ich die dann mache beim nächsten Mal, denke ich dann schon, ja, muss ich auf jeden Fall erstmal wieder checken, wie die ganze Welt nochmal aufgebaut war. Und werde da wahrscheinlich ein paar Fehlschläge haben. Aber wir kriegen das hin. Ich sag mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao!